Hallöchen und herzlich willkommen zurück im Neuzeitalter und natürlich bei Last Train Home. Beim letzten Mal haben wir die Mission geschafft und jetzt sind wir an dem Punkt, wo schon ein paar Soldaten Rang 2 erreicht haben. Und jetzt können wir die nämlich auch befördern. Ich würde sagen, eine Beförderung hat er hier verdient. Der hat mit seiner granatenstarken Aktion ja ein bisschen was gerissen. Den Kundschafter möchte ich hochkriegen und ich würde sagen, unseren Medic, die haben das alle verdient. Und damit können wir dann hier erstmal abschließen. Ja, wir haben jetzt hier ein bisschen Ressourcen bekommen. Ja, wir haben ein bisschen Munition verblasen. Okay, passiert. Dafür haben wir hier noch Schlafmittel. Für die Fähigkeit Schlafmittel erforderlich. Spannend. Und wir haben genauso viel. Ne, wir haben einen Medizinkasten mehr bekommen, als wir verbraucht haben. Ist auch schon mal gut. Und wir haben 4 Granaten mehr bekommen, als wir verworfen haben. Sprichwörtlich. Gut. Wieder im Zug angekommen, reden die Soldaten über die Konfrontation mit Mosorov am Bahnhof und über die Brutalität der Roten gegen unbewaffnete Dorfbewohner. Die meisten, aber nicht alle, halten den Artillerieschlag auf das Lager der Roten für gerechtfertigt. Major Gastig hängt seinen Gedanken nach. Ich glaube, die Roten haben uns erwartet. Das war vielleicht eine Falle, aber ich verstehe nicht, warum. Und warum jetzt? Verhandelt Hauptmann Langer nicht gerade in Moskau? Ja, aber wir kennen das Ergebnis dieser Verhandlung nicht. Alle auf ihre Posten. Ich muss einige Briefe schreiben. Und der Zug wird uns nicht von allein nach Moskau bringen. Wegtreten. Neue Aufgabe, Sturm am Horizont. Begib dich nach Moskau, um Langer zu treffen, der als Beratgeber fungieren wird. Neue Legionäre haben sich dir angeschlossen. So, wir fahren dann jetzt erstmal ein Stückchen weiter. Und zwar, ich hätte mal gesagt, dahin. Und bevor wir losfahren, gehen wir nochmal ganz kurz in unseren Sanitätswagen, weil was wir jetzt hier tun können, wir hatten ja ein bisschen Verluste, das heißt, die drei Jungs packen wir jetzt hier erstmal rein, dass die sich wieder hier heilen können. Wir sehen schon, die tauchen jetzt hier auch in den Krankenbetten auf. Wir haben hier auch entsprechend Ärzte zugewiesen, was übrigens ganz interessant ist beim Zuweisen. Es gibt eine Tag- und es gibt eine Nachtschicht. Also das heißt, wir müssen auch, wenn wir irgendwie einen Posten besetzen wollen und wollen, dass der dauerhaft gefüllt ist, müssen wir hier beide reinpacken. Dasselbe gilt auch eben für die Lokomotive selbst. Hier brauchen wir sogar 4 Arbeiter drin, also pro Schicht natürlich. Hier entsprechend 2 Heizer und 2 Lokführer. Lokführer ist auch wieder eine Rolle, die ein Crewmitglied kriegen kann. Und hier können wir auch noch Reparaturen und Verbesserungen entsprechend noch durchführen. Aber jetzt müssen wir das erstmal nicht tun, sondern wir fahren mal ab und drücken natürlich die Leertaste, damit das Spiel sich auch in Bewegung setzt. Achso, guck mal, wir können jetzt hier gleich noch was tun. Das sollten wir vielleicht mal gerade machen. Ja, wurde befördert zu Stabsgefreiter. Und jetzt sehen wir hier, der hat jetzt einen Attributspunkt bekommen und mit dem können wir jetzt hier auch wieder ein bisschen was machen. Ich mache das jetzt explizit nicht in diesem Fenster, sondern ich mache es hier. Weil wir hier ein bisschen besser sehen, was Phase ist. Und zwar können wir hier auch irgendwie noch genauer auswählen. Weil, ja. In der anderen Übersicht hat mir jetzt irgendwie so ein bisschen dann doch gefehlt, was der eigentlich kann. Hier sehen wir es nämlich hier, der ist Kundschafter. Und hier sehen wir auch, wie wir die Stufen hochkriegen. Er braucht hier auf jeden Fall ein Willpower plus 1. Oder nee, das kriegt er, glaube ich. Das kriegt er als Bonus in der Stufe. Tarnung ist spannend. So, und jetzt hier kommt jetzt mit den Rollen ins Spiel. Der hat jetzt momentan Kundschafter und Arbeiter. Das kann er per se. Und hier können wir jetzt weitere Sachen freischalten. Und die haben dann natürlich auch Anforderungen an die Attribute. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, das von hier aus zu machen. Und zu schauen, wenn wir jetzt hier gucken, wenn wir den zum Arzt machen wollten, bräuchte er mehr Intelligenz. Wenn wir ihn zum Koch machen wollten, bräuchte er mehr Charisma. Ich würde sagen, wir machen ihn mal tatsächlich zum Koch. Einfach damit wir ihn vielseitiger einsetzen können. Und dasselbe jetzt bei den anderen beiden Kollegen, die wir noch haben. So, unsere Medizinerin. Um Arzt zu werden, nee, die ist sogar schon Arzt, krass. Auf Stufe 1, nicht schlecht.
Bei Ärzten und Sanitätern ist es tatsächlich so, die profitieren von erhöhter Intelligenz. Deswegen, ich sehe es schon hier auch, hier steht, erhöht die Geschwindigkeit von Heilen. Genau das tun wir hier auch. Und theoretisch könnten wir, wenn sie noch ein bisschen mehr Geschick hätte, könnten wir sie auch zum Kundschafter machen oder zu anderen Dingen. Aber die bleibt jetzt erstmal so. Die hat jetzt im Moment erstmal ihre zwei Rollen. Theoretisch könnten wir sogar noch Lokführer freischalten, wenn wir das wollen. Können wir mal machen, komm. Oder weißt du was? Nee, ich heb den Rollenpunkt mal noch auf. Vielleicht brauchen wir sie noch für was Wichtigeres. Achso, das ist der Rollenpunkt, ja, okay. So, Moment mal ganz kurz, müssen wir ein Schlückchen trinken. Außerdem hat unser Kundschafter hier neue Fertigkeiten bekommen. Der kriegt jetzt Ablenken und er kriegt leichtfüßig. Damit ist er schneller und ich kann jetzt irgendwie Steinchen irgendwo hinwerfen lassen. Und das hilft dann natürlich dabei, dass wir halt gegnerische Soldaten so ein bisschen foppen können. Ja, und damit es ein bisschen schneller geht, können wir hier natürlich auch Gas geben. Du wurdest in Mallorca Gastix Büro gerufen. Hauptmann, wie bekannt ist, gehen einige unserer wichtigsten Vorräte zur Neige. Was wir uns in Tsuchinichi sichern konnten, wird für unsere lange Fahrt nicht reichen. Vor uns liegt ein Dorf namens Kaluga. Wir müssen einen Trupp hinschicken, sie sollten mehr Lebensmittel und Kräuter kaufen, sofern verfügbar. Ja, Major, ich schicke sie los. Neue Aufgabe, Einkaufstour. So, jetzt pausiert das Spiel schon von selbst, weil der Zug angehalten hat. Und wir sagen, wir wollen nach Kaluga, wir wollen einen Trupp auswählen. Den Trupp haben wir jetzt praktisch schon zusammengestellt. Wir können ihn jetzt auch noch erweitern, weil wir weitere Soldaten haben. Das heißt, wir packen hier mal komplett was rein. Und wir setzen den Trupp ein. Der soll da jetzt hin. Ja, ihr seht schon, das läuft jetzt hier irgendwie ein bisschen unspektakulär ab. So, und da kommen sie jetzt bei der Stadt an. Deine Leute treffen sich in einem Dorf mit dem Dorfältesten. Seid gegrüßt, Soldaten. Was führt euch her in diesen Zeiten der Not? Wir wollen handeln. Wir brauchen Nahrung und Kräuter, um die Kranken und Verwundeten zu behandeln. Verstehe, leider muss ich euch aber enttäuschen. Die Rote Armee hat bereits all unsere Lebensmittelvorräte mitgenommen. Vom Militär zum Wohle des Staates beschlagnahmt. Aber ihr könnt zu Ilyas Laden gehen. Er ist ein guter Junge. Sicher hat er etwas für euch. So, erzählt uns mehr über die Roten. Aber man könnte meinen, dass sie sich nach dem Ende des Großen Kriegs die Lage beruhigen würde. Doch sie rekrutieren und beschlagnahmen als Stände der Nächste bereits bevor. Hier bekommen wir nicht viel mit, doch ich sorge mich. So, und jetzt können wir noch zu dem Händler und können sagen, wir kaufen ein bisschen Zeug ein. Wir haben festgestellt, wir brauchen Kräuter. Können wir jetzt sagen, wie viel wir wollen? Wir wollen sicherlich nicht irgendwie den kompletten Bestand kaufen. Machen wir vielleicht mal so 20. Treibstoff. Wie viel haben wir noch? Lassen wir erstmal so. Holz. Wie viel Holz habe ich noch? 120. Ja, das den Rest. Noch ein bisschen Wasser dann und noch Nahrung wollten sie noch haben, ne? Ah, Nahrung kriegen wir hier gar nicht. Kriegen wir einfach nur Kräuter. Gut, dann akzeptieren wir das. Wir müssen die Kriegskasse jetzt auch nicht zu sehr strapazieren. Hier oben geht's dann, ist dann Moskau. Ja, und übrigens einfach mal, damit man es mal gesehen hat. Guck mal. Hier haben wir angefangen. Und ja, ihr seht schon, bis hier sehen wir noch nicht viel, aber wenn wir in Moskau angekommen sind, dann geht's da ewig, ewig, ewig weiter. So. Der Zug. Achso, stopp mal. Dazu muss jetzt natürlich erstmal unser Druck wieder zurückgerufen werden. Achso, wir könnten jetzt auch Sachen verkaufen, das lassen wir aber. So, den Trupp wollen wir wieder zu Hause haben. So, ein bisschen Gas geben. So, jetzt schauen wir uns mal den Zug an. Da ist im Moment alles fein.
Was nämlich auch passieren kann, dass beispielsweise im Lagerwagen irgendwie plötzlich eine Rattenplage ausbricht, dann müssen wir uns darum kümmern. Sonst macht das nichts Gutes mit unseren Vorräten. Wir fahren mal weiter. Ein Stückchen zumindest. Zug fahren bitte. So, mal geschaut, ob es hier was gibt. Tatsächlich aber nicht. Also, wenn es hier Möglichkeiten gibt, irgendwo hinzukommen, dann sagt einem das Spiel auch. Also fahren wir erstmal weiter. Wir haben noch einen untätigen Soldaten, der könnte irgendwas tun, hat jetzt aber gerade nichts zu machen. Das ist jetzt halt erstmal so. Plötzlich hallt ein lautes metallisches Dröhnen durch die Luft und der Zug wird langsamer. Die Lok scheint kaputt zu sein. Major Gasti kommt mit gerunzelter Stirn auf dich zu. Das verdammte Ding streikt wieder, Hauptmann. Die Lokomotive sollte vor ein paar Arbeitern repariert werden, damit die Fahrt nach Moskau weitergehen kann. In der Zwischenzeit sollten wir nicht einfach nur abwarten, sondern die Gelegenheit nutzen. Es sollte ein Trupp losgeschickt werden, um nach Vorräten zu suchen. Wir haben noch einen langen Weg vor uns und müssen jede Gelegenheit nutzen. Hoffentlich gibt es keine weiteren Überraschungen. Ich habe kein gutes Gefühl, was das Treffen mit General Morozov angeht. Wir sollten nicht trödeln, Hauptmann. An die Arbeit. So, jetzt sollen wir sammeln. Ihr seht, jetzt haben wir hier Punkte bekommen. Hier können wir jetzt wieder unseren Trupp hinschicken. Der kann das mal machen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Lok. Um die zu reparieren, müssen wir jetzt hier sagen, Fehlfunktion, Start. Und dann müssen wir der Kiste noch Arbeiter hinzufügen. Nehmen wir einmal den hier, von dem wir eben schon hatten, schon wussten, dass wir den brauchen. Und für die Nachtschicht haben wir hier noch einen, der gerade nichts tut. Der da, der hängt gerade eigentlich auf dem Geschützposten. Der soll es aber reparieren. Und damit es vielleicht noch ein bisschen schneller geht, wir haben ja noch Tag, würde ich sagen, packen wir den Heizer da rein und den Lokführer ebenfalls. So. Was sagt die Haltbarkeit? Die ist noch ziemlich gut. Da müssen wir uns jetzt erstmal nicht drum kümmern. So, die reparieren das Ding jetzt. Das geht ja eigentlich auch halbwegs flott. So, Trupp hat einen interessanten Ort erreicht. Das ist jetzt die Kiste hier. Erstatter Bericht, Major, wir haben die Gegend nach brauchbaren Dingen durchkämmt. Die Situation wurde beeinflusst, weil Maximilian Drab über die Eigenschaft verfügt, Jäger. Er hat etwas wild erlegt, schön. Die Situation wurde beeinflusst, weil Antonin Kura über die Eigenschaft verfügt, kräuterkundig. Antonin Kura hat auch einige Kräuter gefunden. Die Situation wurde beeinflusst, weil Alfred Krause über die Eigenschaft verfügt, habgierig. Er hat giftige Beeren gegessen, Vollidiot. Und Dusan hat sich auch noch die Knöchel verstaucht. Top, Alfred Krause ist krank. So, dann soll der Trupp jetzt hier gerade weiter. Die sollen an den See. Können dann jetzt hier weiter. So, versuche Fische zu fangen, angelt. Auch das dauert jetzt wieder ein bisschen Zeit. Es wird dunkel. Sammle die Ressourcen ein. Der See war überaus fischreich. Leider haben wir keine Möglichkeit, um sie zu fangen. Wir haben es mit Draht in einem Speer versucht. Am Ende haben wir sie auf sie geschossen, konnten aber nur ein paar erwischen. Trotzdem 10 Nahrung und 1000 Kampfrollen-EP. So, dann kann der Trupp wieder nach Hause. So, und jetzt haben wir 4 müde Soldaten. Einen Kranken, den sollten wir natürlich gleich in die Krankenstation bringen. Zwei Kranke, stimmt, der andere hat sich noch den Knöchel verschaucht, das fixen wir auch noch. So, damit es unseren Leuten noch gut geht. Und dann geht es natürlich weiter nach Moskau. Was, keine Arbeit auf der Lokomotive, das müssen wir natürlich lösen. Die Nachtschicht hat gerade nichts zu tun. So, der ist jetzt vom Reparieren wieder weg. Aber die müssen jetzt auch nichts mehr reparieren. Ist ja wieder alles gut.
So, und los. Los. Und wir erreichen Moskau. Mission starten, kompletter Trupp, passt. Es gibt kein Zurück. Diese Aktion bringt dich in die nächste Region und kann nicht rückgängig gemacht werden. Willst du wirklich fortfahren? Nicht abgeschlossene Nebenaufgabe und eingesetzte Trupps gehen verloren. Naja, unsere Trupps sind ja alle an Bord, also alles schön. Dicke schwarze Rauchschwaden steigen auf und vermischen sich mit Gewitterwolken. Moskau brennt. Trotz des starken Regens hört man Gewehrfeuer. Major Gazdik geht von Waggon zu Waggon und holt leitende Offiziere für eine Besprechung im hinteren Teil des Zugs zusammen, der sich langsam auf den Bahnhof zubewegt. Na schön. Wie man draußen sehen kann, ist die Lage nicht gerade günstig. In den Straßen Moskaus wird gekämpft. Dort draußen tobt ein Bürgerkrieg. Aber wir haben unsere Befehle. Wir müssen rein und uns mit Hauptmann Lange und seiner Einheit treffen. Wir sollen Hauptmann Lange aufspüren und Moskau anschließend gemeinsam verlassen. Das hört sich nicht sonderlich kompliziert an. Stellen wir den Trupp zusammen und ziehen los. Wir dürfen die Gefahr nicht unterschätzen. Eine fehlgeleitete Kugel und das Ganze endet in einem Blutbad. Und vor allem, wir dürfen nicht zuerst schießen. Die Lage ist schon schlimm genug. Verstanden? Weggetreten. Während die leitenden Offiziere sich vorbeidrehen, zieht Major Gastig dich zur Seite und zieht dich wie so oft aufmunternd an. Das wird schon, Hauptmann. Teile Soldaten für Missionen ein. Ich verlasse mich auf dein Urteil. Sie sollen Hauptmann Langer schnellstmöglich aufspüren. Aber seid auf der Hut, ich rechne mit Ärger. So, packe 8 Stoffgegenstände ein. Das macht er anscheinend schon. Müsste ein Trupp. Warte mal, kann ich jetzt hier noch warten? Weil ich würde gerne mit funktionierenden Mann hier durchziehen. Die Gesundheit passt doch jetzt, oder? Ne, er hat immer noch krank. Das dauert jetzt noch 6 Minuten. Ja, das warten wir jetzt noch ab. Das müssen wir jetzt einfach noch abwarten. Ist ja gleich durch. Auf. Komm, werd gesund, auf. Tada! So. So, das hatten wir jetzt natürlich schon mal. Jetzt können wir den Trupp richtig einsetzen, ohne dass irgendjemand rum toten ist. Was zum... Major, der Zug rast mit Höchstgeschwindigkeit auf uns zu. Verdammt, die Roten wollen uns rammen. Legionäre, festhalten! Autsch. General Morozov. Ich wusste, wir sehen uns wieder. Sie sind ein Lügner und Feigling. Wieso? Sie zerstören einen Zug mit Kriegsheimkehrern, ohne dass Krieg zwischen unseren Nationen herrscht. Erlauben Sie mir, Sie zu erinnern, dass ich Ihnen eine Wahl ließ, Major. Legen Sie die Waffen nieder und Sie können Sibirien in Frieden durchqueren. Mehr als fair, und das Angebot steht immer noch, ohne den Zug. Befehlen Sie jetzt Ihrer Einheit die Kapitulation. Sie wissen, dass ich das nicht tue. Treu bis zum bitteren Ende. Ich respektiere das. Möge Gott ihrer Seele gnädig sein, Bruder Gazdik. Was ein Drecksack. Hauptmann Langer soll kommen. Er muss einen Plan haben, uns nach Wladiwostok zu bringen. Sie haben Major Gazdik ermordet. Wir können das nicht unbeantwortet lassen.
Auf dein Kommando. Okay, also kurzum, es bleibt scheiße und es wird nicht besser. Gehe in Position. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen schauen, weil das wird jetzt hier alles ganz spannend. Jawohl. Hier rennt nämlich jetzt hier irgendwie wieder Gegner fürs Viehzeug rum. Und ich würde sagen, um hier mal so ein bisschen Party zu machen. Gehe in Position. Geht der mal in Deckung. Feindkontakt wird eingesetzt. Und hält hier mal schon mal die Stellung. Ich bin ganz Ohr. Und seinen Scharfschützen möchte ich gerne da drüben haben. Ja. Bin unterwegs. Und damit haben wir den schon mal. In Position. Ich sehe mich dort um. So, wir schauen mal, wo es hier Dinge gibt. Hier ist auf jeden Fall schon mal Muni, das ist gut. Jawohl. Jawohl. So, den lasse ich jetzt hier gerade explizit. Oh, da kommen Gegner. Sollten wir vielleicht ein bisschen aufpassen. Das heißt, der nochmal nach da drüben. Hier bin ich. Auf deinen Befehl. In Bewegung. Guck mal, der hat ja schon direkt auf die Schnauze gekriegt. Du stehst das durch. Gehe in Position. So, da hinten ist Gewehrmunition, das gefällt mir ganz gut. Und dort haben wir Stoff. Gehe los. Ah, da kommt ein Typ. Jawohl. Verstanden. Verstanden. Okay, der haut erstmal ab. Das heißt, wir können hier vor uns an den Stoff. Wir müssen uns nicht zwangsweise hier mit allen rumschlagen. Das ist recht wichtig. Da hinten ist Metall. Neue Befehle? Vielleicht kriegen wir das mit dem. Jawohl. Mhm. Feindkontakt! Suche Deckung! So, der soll erstmal wieder dahinter. Oha. Werfe Granate! Na, Mist, zu spät. Jawohl. Ja. In Bewegung! Dein Befehl? Stift raus und weg damit! Dein Befehl. Nee, zurück. Was gibt es? Angriff. Waffe im Anschlag. Shit. Verstanden. Verstanden. Ja, jawohl. Ja! Geh los! Geh in Deckung. Auf dein Kommando. Du stehst das durch. So bereit, wie es nur geht. Ja. Angriff! Na? Sehr geil. Das hat gesessen. Befehle? Das ist doch ein so, derweil halten wir den nochmal durch. Jawohl. Und holen das andere Zeug. So, wie zum Thema, ich will die nicht alle umnieten. Naja. Geh in Stellung. So, da geht man lautlos. Jawohl. Jawohl. Okay, gerade erstmal alles gut hier. Und wir ziehen mal den Trupp. Ich warte. Verstanden. Nach hier drüben. Den nach da oben und den MG-Kollegen müssen wir auch noch abbauen. In Ordnung. Bereit. Ich bin bereit. Befehle? Okay, ich gehe. So, und wir müssen nach da oben. Verstanden. Feind gesichert! Geht klar. So, da hinten sind Gegner. Das ist nicht so cool. Können aber hier hin. Was kann ich tun? Und der rüstet sich mal dahin aus. Jawohl, wird erledigt. Greife an! Ich wechsle die Position. Ich sehe niemanden mehr. Sehr gut, das hat auch schon ganz gut funktioniert. Auf deinen Befehl.
Sicher doch. Feindkontakt. Eine kluge Entscheidung. Hier, wir holen erstmal den Stoff. Das kann ich aufbrechen. Ich höre. Gehe in Position. Der kann erstmal auf dem Schleichmodus raus. Das bringt uns gerade wenig. So, daneben haben wir noch Zeug. Ich kümmere mich darum. Sanitätskasten, das ist gut. Dann nehmen wir mal den Medic. Ich warte. Wer es findet, darf es behalten. Ich bin bereit. So, die anderen Kollegen darüber, die MG wieder einstecken. Jawohl. Was ist? Gehe in Position. Feindliches Fahrzeug. So. Und was jetzt? Da. Wir lassen den Feigling einfach laufen? Major Gastic würde nicht wollen, dass wir nur aus einem Gefühl der Rache unser Leben aufs Spiel setzen. Wir sollten nach Hauptmann Langa suchen, wie unser ursprünglicher Befehl lautete. Er war für eine Weile in Moskau stationiert und muss einen Plan haben, wie wir hier rauskommen können. Tja, da kommen wir erstmal nicht weiter. Oh. Was ist? Greife an. Verstanden. Okay, der hat jetzt nicht mehr viel zu melden gehabt. Eine Blut. Feinde haben Alarm geschlagen. Ups, schlecht. Geh in Stellung. Jawohl. Wir fliehen hier mal gerade durch. Hört ihr mal bitte mit dem Schleichen auf? Ich höre. Gehe in Deckung. Aha. So, unseren MG-Vogel packen wir jetzt mal schön dahin. Wird eingesetzt. Feindkontakt. Komm, mach hin. Ja, mal nachheilen. Auf dein Kommando! Gehe in Deckung! Ja! Ich bin bereit! Verlass dich drauf. Aha! Jawohl. Gut, der ist schon mal wieder am Start. Das ist nur ein Kratzer. Das mit dem Alarm war jetzt natürlich ein bisschen blöd. So, hier wollen wir, glaube ich, erstmal nicht angreifen. Das sieht nicht so gesund aus für uns. Befehl geht klar. Wie du wünschst. So, stattdessen gehen wir hier zum Reden hin. Wo ist Major Gastic? Er ist tot. Das war der Bastard Morozov. Es hat also begonnen. Die Roten verbreiten ihre einzig gültige Wahrheit im Namen der Einheit. Es wird Bürgerkrieg geben. Unser Zug wurde zerstört. Der größte Teil unserer Einheit kam im Zug um. Wir müssen so schnell es geht abreisen. Es gibt noch einen Zug, den wir nehmen können. Na super. Warte. Hauptziel abgeschlossen, Kampf ums Überleben. Jawohl. Wir machen weiter. Nein. Neues Hauptziel, es gibt Hoffnung. Verstanden. Suche Deckung. So, wir schauen mal hier wieder in den Hinterhöfen noch nach oben. Maschinengewehrmunition ist natürlich super. Was ist? Hoffentlich ist das Holst etwas du dir mal Gutes. Ab? Ja? Ich weiß nicht, ob ich zwangsweise wirklich mal den Typen nehmen muss. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Hier gibt es noch Treibstoff. Ja, das hier ist jetzt, glaube ich, erstmal nicht ganz so dringend. Müssen wir darauf achten. Wo haben wir hier noch Deckung? Das ist alles keine volle Deckung. Das ist ein bisschen doof. Da ist volle Deckung. Das ist gut. Dann nehmen wir Suche die. Deckung. Befehle? Shit. Okay, ich gehe. Smatrite, Legionäre! Bereit. Gehe in Deckung. Dein Befehl? Jawohl! So, den haben wir jetzt schon mal ganz gut um. Suche Wind. Deckung! Ah, Mist, der kommt von hinten. Neue Befehle. Kein Thema, kriegen wir gehe hin. Gehe in Position. Die Stelle ist gut. Auf dein Kommando. Das kann ich machen. Die kann sich mal den Sanitätskasten schnappen. Ja? Gehe in Deckung! Okay, das hätten wir. Ich warte! Ich glaube tatsächlich, das Zeug, das wir finden, geht universell, wenn ich das hier richtig sehe.
So, wir haben wieder einen Sanitätskasten mehr, das ist gut. Bereit. Gehe in Stellung. Bin unterwegs. Ich bin bereit. Das kann ich machen. Jawohl. So, wir klären mal eine Runde auf. Wo haben wir denn noch Gegner? Ich schau mal, was da ist. Da sind keine. Auf deinen Befehl. Feindkontakt. Okay, da sind viele Gegner. Ich hätte gern einen Grenadier. Dein Befehl? Wir haben es gefunden. An dem Ding? Hauptmann Lange hat recht. Da ist der Zug, der uns nach Vladivostok bringt. Wir sollten so viel Treibstoff wie möglich sammeln, während wir auf den Rest der Legionäre warten, die in Moskau stationiert sind. Ich glaube nicht, dass die Roten darüber glücklich sein werden, dass wir versuchen, ihren Zug zu beschlagnahmen. Diesmal werden sie sich nicht mal die Mühe machen, uns aufzufordern, die Waffen herauszurücken. Ich darf es behalten. Jawohl. Feind gesichtet. Ja? So. Gehe in Deckung. Das Problem, jetzt kommen hier ein Haufen Freunde vorbei. Was ist? Suche Deckung. Haben wir irgendwo eine gute Deckung? Nicht so wirklich. Hier haben wir eine gute Deckung. Feindkontakt! Okay, da hinten kommen Kollegen. Ist ja. Geht mal in die halbe Deckung. Ein bisschen Deckung. Unmöglich! Ah, verdammt, nicht gesehen. Was kann ich jetzt mit der tun? Taktische Ansicht, der geht jetzt gerade ungut. Wo ist denn die andere? Ja? Das ist nur ein Kratzer. So, du machst mal stabilisieren. Ich höre! Der schmeißt die Granate. Gibt es Befehle? Und den hätte ich gerne. Geh in Deckung. Hier drüben. Befehle? Du nach da? Ja. Und du hier. Ich zieh den Kopf ein. Befehle? Okay, bitte sofort mal aufpeilen. Was geht das? Gesichtet! Ich gehe. Neue Befehle? So, der baut mal MG auf. Verstanden. So bereit, wie es nur geht. Ich bin bereit. Der kriegt eine Heilung. Ich warte. So, in der Zwischenzeit holen wir hier mal den Treibstoff ab. Hauptziel abgeschlossen, alle an Bord. In Bewegung. Verstanden. Ja. Feindkontakt. In Deckung. So, den hätte ich gerne im Schleichenmodus. Und von dem möchte ich jetzt hier erstmal eine schöne Granate haben. Kannst du behalten. Ich gehe. So, die hätten wir schon mal. Sehr schön. Da ist natürlich wieder ein bisschen was abgekommen, der Typ. Naja, geht so. Neue Befehle? Ich gehe los. Hier bin ich. Verstanden. So, mit dem versuchen wir jetzt mal den restlichen Treibstoff noch einzuheimsen. Ich sehe es mir an. Auf deinen Wenn die Befehl. Jungs hier unten hoffentlich die Stellung gehalten bekommen. Hier ist nochmal Metall, schön. Ich sehe es mir an. Ah, ich toll. Sehe den Kopf ein. Jawohl. Gehe Der in geht in lautlosen Modus. Kurz und schmerzlos. Und geht den mal hoffentlich abmessern. Das hat funktioniert, sehr schön. Jawohl. Feindkontakt. Komm, krabbelt's ab. Sehr gut, 70 Treibstoff. Die Frage, wo noch mehr von dem Zeug ist. Feindgesicht, ich ziehe den Kopf ein. Bereit! Geh in Position. Ich warte. Okay, ich gehe. Du stehst das durch. Okay, ja. Das hätten wir auch. Jawohl, kurz und schmerzlos. Du gehst in mein Messer. Da kommt schon wieder einer angescheißert. Drei kommen angescheißert. Ja.
Granate! Komm, ich komm von der anderen Seite. Hier! Kannst du behalten! Greif an! Okay, das hätten wir auch hinbekommen. Sehr schön. Was macht der da? Ja, ach, der kommt immer noch. Latsch. Sehr gut. Das hat funktioniert, immerhin. Noch mehr Treibstoff. Oh, Handfeuerwaffenmunition. Wie soll das gehen? Mal sehen, was da ist. Geh los. Jawohl. Sehr gut, das haben wir. In Bewegung. Ist jetzt nur die Frage, wo noch mehr ist. Überprüfe die Position. Jawohl. Verstanden. Na gut. Vielleicht noch die Hinterhöfe durchsuchen, ne? Mal gucken, ob wir da noch was finden. Ich sehe es mir an. Ganz schau genau. An. Da ist auf jeden Fall noch ein Treibstoff am Start. Sehr gut. Ja, aber ich würde sagen, weiter machen wir dann beim nächsten Mal. Euch wie immer, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen und lasst es euch bestens gehen. Ciao.